Verletzten, aber das kann sich immer noch ändern, denn es sind immer noch Krankenwagen vor dem Flughafen, wie wir gehört haben. Und in unserem News-Spezial gehen wir natürlich dieser Frage nach, werden die aktuellen Opferzahlen noch einmal Sie auf den aktuellen Stand bringen dazu. Und wir fragen natürlich auch danach, ob es Deutsche unter den Opfern gibt. Bis gleich. Das hier, liebe Zuschauer, sind die Bilder aus Moskau. Nach dem neuesten Stand der Informationen gibt es 31 Tote, mindestens 31 Tote, 131 Verletzte. Die Angaben sind immer noch nicht eindeutig. Auf dem größten russischen Flughafen Domodedowo in Moskau hat sich am Nachmittag ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Von den Verletzten schweben zahlreiche immer noch in Lebensgefahr. Herzlich willkommen zu unserem News-Spezial zum Anschlag in Moskau. Es ist 16.30 Uhr Ortszeit heute Nachmittag, als sich auf dem Flughafen Domodedowo offenbar ein Selbstmordattentäter in die Luft sprengt. Dutzende Menschen reist er mit in den Tod. Augenzeugen berichten von mehr als 130 Verletzten. Der Anschlag ereignete sich in der Ankunftshalle zu einem Zeitpunkt, an dem sehr viele Maschinen aus dem Ausland in Moskau landen. Ob Deutsche unter den Opfern sind, ist immer noch nicht klar. Dichter Qualm in den Gängen des Flughafengebäudes. Überall liegen Leichen und Verletzte. Dutzende Menschen hat der Selbstmordattentäter mit in den Tod gerissen, als er seinen Sprengsatz zündete. Mehr als 130 erleiden teils schwere Verletzungen. Bei der Explosion handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen Terroranschlag. Es gibt Tote und Verletzte. Die Explosion, deren Wucht der Detonation von 5 bis 10 Kilogramm TNT entspricht, ereignete sich um kurz nach 3:30 unserer Zeit in der Nähe eines Cafés. Der Flughafen Domodedowo liegt rund 40 Kilometer vom Moskauer Stadtzentrum entfernt. Eine gute halbe Stunde vor der Explosion war eine Maschine aus Düsseldorf gelandet. Die Lufthansa strich vorerst alle Flüge nach Domodedowo. Aus dem Auswärtigen Amt war aber zunächst nichts über deutsche Opfer bekannt. Gefahndet wird nun nach 3 Männern. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen stammen sie aus dem Nordkaukasus. Dort liefern sich Terroristen, kriminelle Banden und kremltreue Einheiten fast täglich Gefechte. Islamisten haben immer wieder damit gedroht, den Terror auch in die russische Hauptstadt zu tragen. Das ist ihnen heute einmal mehr gelungen. Ja, liebe Zuschauer, es war ein verheerender Anschlag auf einem größten Flughafen in Moskau heute Nachmittag. Und jetzt wollen wir nachfragen, ganz aktuell bei Roman Schell in Moskau, unserem Reporter dort. Können Sie uns einen aktuellen Stand übermitteln, was es über Tote und Verletzte zu berichten gibt? Die russischen Behörden sagen momentan, es gibt 31 Tote und mindestens 131 Verletzte. 20 von diesen Verletzten stehen in Lebensgefahr. Also der Zustand von diesen Menschen ist sehr, sehr, sehr schlecht. Wie weit ist man denn mit den Ermittlungen? Es gibt jetzt, darüber gibt es überhaupt keine Berichte. Ich habe jetzt gerade mit dem offiziellen Vertreter des Flughafens gesprochen. Er meinte, es handelte sich um einen Selbstmordeinschlag und bei dem Selbstmordattentäter handelt es sich wahrscheinlich um einen Mann, etwa 40 Jahre alt, der stammte ursprünglich aus dem Kaukasus. Und die russischen Polizisten suchen momentan nach 3 Verdächtigen. Das sind auch vermutlich Männer aus dem Kaukasus. Sie sind aus dem Flughafen verschwunden. Angeblich hat der Flughafen den Betrieb wieder aufgenommen. Wie funktioniert das zur Stunde? Draußen am Flughafen ist ziemlich ruhig. Nur Dutzende von Krankenwagen stehen hier, aber drinnen herrscht Chaos. Die Passagiere können nur schwer ins Gebäude reingehen. Große Schlangen sind vor dem Flughafen am Eingang. Das Gepäck von Passagieren wird sehr streng kontrolliert. Und drinnen sind noch viele Zeugen. Ich habe jetzt gerade mit einem Zeugen gesprochen. Er hat seine Jacke ist voll Blut und er erzählt über eine Explosion, über Körperteile rund um ihn und ziemlich schreckliche Sachen. Wie reagieren die Moskauer Bürger auf den Anschlag? Ich bin vor 2 Stunden hier mit einer S-Bahn angekommen. Hunderte Menschen waren mit mir, die Leute waren alarmiert, sie waren sehr aufgeregt. Viele haben ihre Verwandtschaft angerufen, ich habe selber viele Anrufe bekommen von meinen Freunden,
Aber die Passagiere im Flughafen, die da rausgehen, sind eigentlich ziemlich gelassen. Die Polizisten erklären, dass diese Menschen haben kaum was gesehen, denn dieser Teil des Flughafens ist abgesperrt. Das heißt, auch wir Journalisten, wir können nicht sehen, wie die Leichen oder wie die Verletzten transportiert werden. Wir können eigentlich nur die friedlichen Passagiere sehen, die aus dem Flughafen rausgehen. Dankeschön für diese ganz aktuellen Informationen. Roman Schell war das vom Flughafen in Moskau, wo heute Nachmittag die verheerende Explosion, das Selbstmordattentat stattgefunden hat. Dankeschön für den Moment.